So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Weiße Technik. Heute geht es um die Cyborg ERT7 Gaming Maus. Diese Maus ist mit einem 6400 DPI leistungsstarken Hochpräzisionslaser ausgestattet und bietet zudem weitere Features, auf die ich später noch eingehen werde. So, machen wir das Ding mal auf. Der hat die Verpackung schon mal aufgemacht, sagen jetzt viele. Dazu sage ich, das ist richtig. Zunächst haben wir hier die obligatorische Maus, die natürlich nicht fehlen darf, wenn man sich eine Maus kauft. Des Weiteren befinden sich in der Verpackung Anleitungen, die wir nicht brauchen, weil wir nicht blöd sind. Und diese weiße Box. So, das ist ein wirklich sehr cooles Feature. Und zwar ist diese, wie ich finde, sehr hochwertig gestaltete Box. Also diese Box bietet lauter Konfigurationsmöglichkeiten, mit denen wir die Maus optimal unserer Handfläche anpassen können. Beispielsweise gibt es hier zwei austauschbare Handrücken sowie lauter Gewichte, die von 5 bis 30 Gramm gehen. So, das ist alles schön und gut. Wir wollen aber die Maus sehen. Da ist sie. So, was zunächst auffällt, ist, dass sie wirklich sehr, sehr gut in der Hand liegt, auch jetzt schon, obwohl ich sie noch nicht meinen Handgegebenheiten konfiguriert habe. Und ja, das Besondere an dieser Maus ist, wie ich finde, sehr gut, dass dieses Kabel, das ist ein spezielles neu entwickeltes Carbonkabel, oder Moment, das ist ein, ich habe das hier irgendwo stehen. Nein, habe ich nicht. Sagen wir einfach mal, das ist ein Carbonkabel, was verhindern soll, dass, ihr kennt das bestimmt von Kopfhörern, an dieser Stelle bricht der Kontakt immer ab, sodass man hier einen kleinen Wackelkontakt hat. Das soll mit diesem neuen Kabel jetzt nicht mehr passieren. Das wird sich natürlich noch zeigen. So, wir haben hier lauter Knöpfe an der Maus, die nach Belieben konfiguriert werden können. Beispielsweise diesen. Ich habe das bei mir so eingestellt, dass wenn ich am Snipen bin und auf diesen Knopf drücke, dann verringert sich die DPI automatisch um die Hälfte. Das heißt, wenn ich jetzt quasi rangezoomt habe mit der Sniper und ich da drauf drücke, dann ist es viel leichter und man kann viel präziser zielen. So, was noch bemerkenswert, also das ist erstmal eine Sonderedition und zwar ist das die Contagion. Normal ist die Maus ja in Schwarz erhältlich, jedoch ist diese Version auch jetzt neuerdings Mac-kompatibel und da ich einen iMac besitze, ist es natürlich Schwachsinn, sich eine Windows-Maus zu kaufen. So, hier können wir die DPI verringern und erhöhen. So, ich würde sagen, wir probieren einfach mal hier aus den Handrücken zu wechseln. So, hier drückt man drauf. Was haben wir denn da? So, nehmen wir einfach mal die hier mit dem Grip. Die sieht doch mal gut aus. Upsala. So, wir können die jetzt einfach hier draufstecken. Und wie man sieht, geht das ganz schön mühelos von dem Stapel runter. So, also ich muss wirklich sagen, die liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Haben wir mal ein Mauspad hier? Ja, Hammer. Ja. Was auch ein cooles Feature ist, dass es bei der linken Maustaste sozusagen zwei vereinzelte Maustasten gibt. Und zweimal, einmal ist das diese hier, das ist die normale. Und des Weiteren ist das die Rapid Fire Taste. Und wenn man hier drauf drückt, kann man viel schneller klicken, das heißt viel schneller schießen. So, ihr seht schon, diese Maus ist für Gamer gestaltet. Von Gamern für Gamer, wie die Website es verspricht. Jedoch ist es auch für andere Branchen geeignet, zum Beispiel für die Musikproduktion. Diese Maustaste ist sehr, sehr nützlich, dieses Scrollrad hier, gerade wenn man mit FL Studio arbeitet und viele Patterns nebeneinander hat, dann muss man nicht immer oben hier scrollen, nach rechts, nach links. Man kann einfach jetzt hier mit scrollen. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ja, so viel jetzt erstmal zur RAT Contagion. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hat es euch gefallen. Wenn nicht, dann wahrscheinlich nicht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut auch rein.